Sie ist 3,13 Meter hoch, 3,36 Meter breit und mehr als 25 Tonnen schwer. Das entspricht dem Gewicht von 5 ausgewachsenen Elefanten. Ihre Wand ist bis zu 27 Zentimeter dick. Über 4000 Arbeitsstunden wurden für ihre Herstellung schon geleistet. Am Ende wird sie die größte freischwingende Kirchenglocke der Welt sein und damit das Prunkstück der neuen Kathedrale in Bukarest. Dort soll sie in den nächsten Jahrhunderten zur Ehre Gottes läuten. Den Auftrag für die Glocke erhielten vor fast einem Jahr Peter und Johannes Grassmeier, die in 14. Generation das Handwerk des Glockengießens betreiben. Seit 1836 ist die Familie nicht mehr als fahrendes Gewerbe unterwegs, sondern hat ihre Werkstatt direkt unterhalb des Berg Isel in Innsbruck. Eine Glocke dieser Größe herstellen zu können, ist für eine Gießerei keine Selbstverständlichkeit. Johannes Grassmeier, der den kaufmännischen Bereich des Familienunternehmens leitet, hat hierfür schon früh die Weichen gestellt. Im Jahre 2000 haben wir zur 400-Jahr-Feier uns eine neue Glockengießerei gebaut. Das heißt, wir haben im Hof diese Gießerei erweitert und bereits alles so vorgebaut, dass wir bei uns eine Glocke mit 40 Tonnen gut gießen könnten. Vorausschauend, es könnte ja dann mein Sohn oder unsere Enkel, die zwar noch nicht da sind, das einmal nützen können. Die Verbindung der Gießerei nach Bukarest hat schon eine kleine Tradition. Wir haben vor einigen Jahren schon für die alte Patriarchskirche neue Glocken gießen dürfen, eine wesentlich kleinere Kirche mit besonders schönen Glocken. Und die haben von der Klangqualität sich von anderen Glocken sehr stark abgehoben. Und das war dann auch der Ausschlag dafür, dass wir diese große Glocke hier in Innsbruck gießen dürfen. In der Werkstatt ist Bildhauerin Christina Kornbichler dabei, aus Plastilin den Auftraggeber der Glocke zu modellieren. Patriarch Daniel wurde 2007 zum Oberhaupt der rumänisch-orthodoxen Kirche gewählt. Sein Konterfei soll auf der Glocke verewigt werden. Bei den Verzierungen hat sich an der Arbeitsweise in vielen hundert Jahren wenig verändert. Während Peter Grassmeier bei der Planung und Konstruktion der Glocke inzwischen neueste Software verwenden kann, die er selbst in Zusammenarbeit mit Universitäten und Fachinstituten entwickelte. Um das Programm zu erstellen, haben wir 15 Jahre hat's gedauert. Wir haben gedacht, es dauert 2 bis 4 Jahre. Es waren 15 Jahre. Und jetzt können wir wirklich ganz perfekte Glocken in verschiedensten Rippenschweren gießen. Diese Glocke hat den gleichen Ton wie die Bummering im Wiener Stephansdom, ist aber um 5 Tonnen schwerer. Also sie ist viel, viel dickwandiger in der ganzen Glockenform. Und dadurch kommen die Partialtöne noch stärker zum Vorschein und es klingt einfach noch einmal intensiver. Dieser Klang ist sogar am Computer zu simulieren. Ich kann da was abspielen. Es ist natürlich jetzt alles nur über den Lautsprecher. Und so soll die Glocke dann aussehen. Für so eine große Glocke fehlt natürlich jeglicher Erfahrungswert. Aber es ist natürlich spannend, ist da irgendein Fehler bei der Berechnung, dann ist die Glocke falsch. Dann hat sie den falschen Ton und dann ist ein halbes Jahr Arbeit kaputt. Wir haben jetzt die Glocke berechnet, dann gezeichnet und jetzt haben wir das aufs Schablonenbrett übertragen. Das Schablonenbrett auf einer Spindel befestigt, drehbar, dass wir den Kern formen konnten. Dieser Kern wird aus Ziegelsteinen gemauert, anschließend mit Lehm umhüllt und mit der Schablone geformt. Er entspricht später exakt dem inneren Hohlraum der fertigen Glocke. Und jetzt können wir dann aus diesem Schablonenbrett die sogenannte falsche Glocke ausschneiden und die falsche Glocke formen. Da sieht man schön den Querschnitt der späteren Glocke. Der Guss einer Glocke erfordert also vereinfacht gesagt 3 Bauteile in der Vorbereitung, von denen das mittlere, die falsche Glocke, anschließend wieder entfernt wird und so den Hohlraum für den Bronzeguss der Glocke schafft.
Das erste Bauteil, der Kern, ist bereits fertiggestellt. Jetzt erfolgt der Bau der falschen oder Modellglocke, die in Umfang und Aussehen genau der späteren Bronzeglocke gleicht. Für die falsche Glocke wird besonders sandiger Lehm verwendet. Er darf nicht zu kompakt sein, um später auch wieder gut beseitigt werden zu können. Eine dünne Trennschicht aus Graphit gewährleistet später ein leichteres Herauslösen der falschen Glocke vom Kern. Das Formen der falschen Glocke hat sich seit Jahrhunderten nicht verändert. Alle verfügbaren Mitarbeiter der Gießerei sind gefragt. Schließlich wollen 5,5 Tonnen Lehm hochgezogen werden. Auch Anto und Wirkomir, die beiden anderen ausgebildeten Glockengießer, stehen ihrem Chef zur Seite. In der Werkstatt ist unterdessen das Porträt des Patriarchen fertig geworden. Jetzt wird ein Negativ aus Gips hergestellt. Der Gipsabdruck ermöglicht es später, beliebig viele Kopien des Bildnisses aus Wachs gießen zu können. Während der Gips aushärtet, geht die Arbeit an der falschen Glocke weiter. Der untere Teil ist fertig geformt, aber 2,64 Meter Höhe lassen sich nicht nur vom Boden aus bearbeiten. Die Wand aus Lehm wird immer steiler. Ohne die fest verzurrten Seile als Hafthilfe hätte der Lehm keine Chance, sich am Kern zu halten. Der Gipsabdruck ist fest und das Porträt des Patriarchen schön herausgearbeitet. Auf dem Herd steht das heiße Wachs schon bereit, das jetzt behutsam in die Form gegossen werden kann. Dieser Wachsabdruck kommt später auf die falsche Glocke. In der Grube ist zwischenzeitlich ein kleines Malheur passiert. Ein Teil des Lehms ist trotz aller stützenden Maßnahmen abgerutscht. Das entstandene Loch muss neu verfüllt werden. Ein unvorhergesehener Zeitverlust. Das sind jetzt 3 Stunden. Aber natürlich 3 Stunden mal 5 Mitarbeiter sind schon wieder 15 Stunden, das ist klar. Und es ist natürlich auch ein bisschen ärgerlich, wenn es abbricht. Man will ja weiterkommen und man hat sich im Hinterkopf schon einen Zeitplan zusammengelegt. Aber es hilft ja nichts. Die falsche Glocke muss an diesem Tag noch fertig werden. Über Nacht drohte bei Austrocknung des sandigen Lehms sonst noch mehr Abbruch. Aus Sicht der Werkstatt könnte es weitergehen. Der Wachsabdruck des Patriarchen ist geglückt. Und auch der Lehm der falschen Glocke ist jetzt vollständig hochgezogen. Das heiße Wachs erfüllt 2 Aufgaben. Zum einen wird der Lehm stabilisiert und zum zweiten sorgt die Wachsschicht für eine absolut glatte Oberfläche. Eine Voraussetzung, um an der Glocke Verzierungen anzubringen. Bei einer so großen Glocke ist der Bedarf an flüssigem Wachs immens. 4 große Kessel werden auf dem Lehm verteilt. Runde um Runde kreist die Schablone um die Glocke und mit jeder Umdrehung verschwinden kleinste Unebenheiten. Damit hat die Schablone ihre Schuldigkeit getan. Sie wird im weiteren Verlauf des Glockenbaus nicht mehr benötigt. Wie viele ihrer Vorgängerinnen wird gewiss auch diese ihren Ehrenplatz an einer Wand der Gießerei finden. Über Nacht schimmert die falsche Glocke wie mit Zuckerguss umhüllt.
Am nächsten Morgen bringen die Bildhauerinnen die Verzierungen an. Hierfür wird jeder Platz markiert, der für die einzelnen Buchstaben berechnet wurde. Die Wachslettern werden in der Werkstatt nicht nach aktuellem Bedarf hergestellt, sondern immer in hohen Stückzahlen, in vielen Größen und Schriften vorgehalten. Während die Bildhauerinnen noch mit den Buchstaben beschäftigt sind, versammelt sich die Geschäftsführung im Büro des Seniorchefs. Auch Christoph Grassmeier hat noch seinen festen Platz im Familienbetrieb. Was eben ganz wichtig ist, ist auch beim Glockenguss selber, wo der Peter sich um den Guss kümmert. Ich schaue, dass ich die Kunden im hinteren Bereich betreue, das was notwendig ist. Und mein Vater macht den Conferencier, er tut also vor und während des Gusses den Guss sozusagen leiten. Da muss ich mich schon werden, leiten tut den Guss schon der Peter, aber ich darf halt er hat uns den Rücken frei, dass wir uns auf die eigentliche Arbeit konzentrieren können und dass die Kunden perfekt betreut werden. Und noch eine weitere repräsentative Tätigkeit liegt dem Seniorchef am Herzen. Die Söhne haben mich gebeten, die haben eine sehr schöne Aufgabe in unserem Glockenmuseum, für das wir sogar mal den österreichischen Museumspreis bekommen haben, zu führen. Aber wir haben mehrere Führerinnen und die darf ich auch einteilen. Und nachdem mir das sehr viel Freude macht, das im Museum die Gäste zu führen, teile ich mich sehr oft ein. In der Grube sind die Arbeiten weiter fortgeschritten. Für den Wachsabdruck des Patriarchen kommt ein modernes Hilfsmittel zum Einsatz. Klebestifte gab es vor 400 Jahren noch nicht. Gerade das Prunkstück der neuen Glocke erfordert millimetergenaues Justieren. Auch die Kanten müssen exakt an der falschen Glocke anliegen und dürfen keinen Spalt für Fremdkörper bieten. Im laufenden Museumsbetrieb freut sich Christoph Grassmeier, heute Besonderes präsentieren zu können. Alle vorbereiteten Wachsabdrücke an Ort und Stelle anzukleben, ist eine diffizile Angelegenheit. Jetzt wird auf die Verzierungen eine besondere Lehmspezialität versprüht, die der langen Familientradition zu verdanken ist. Bis vor rund 200 Jahren wurden Glocken nur vor Ort gegossen, da das damalige Verkehrswegenetz einen Transport unmöglich machte. Die Grassmeier-Vorfahren bereisten daher halb Europa und führten Werkbücher, in denen sie vermerkten, was sie auf ihren Stationen entdeckten und erlernten. Wir finden heute noch in diesen Werkbüchern Dinge, die wir vielleicht umsetzen können oder umsetzen wollen. Zum Beispiel der Zierlehm, also der feine Lehm, der über die Verzierungen drüber kommt. Da ist da eine Mischung drinnen in diesem Buch. Und da waren wir ganz überrascht, warum die Zusammensetzung so ist. Und wir haben es dann einmal probiert. Und sie war wirklich noch geschmeidiger, noch besser. Das ist auch ein Grund, warum wir so eine schöne Oberfläche bei den Glocken haben. Es kommt ein Bier hinein, und zwar der Lehm soll gerden wie ein Hefeteig, wie ein Germteig. Und dann lassen wir ihn mehrere Wochen stehen und dann bricht er in sich zusammen und ist abgestorben, sagen wir. Und dann ist er ganz geschmeidig und ideal zu verwerten. Andere Materialien, die da reinkommen, sage ich jetzt nicht. Ein paar Geheimnisse muss ich noch behalten. Bei diesem Anblick könnte man sogar auf den Gedanken kommen, auch der Zierlehm selbst hat noch nicht all seine Geheimnisse offenbart. Sobald mehrere Schichten Zierlehm getrocknet sind, werden weitere dickere Lehmschichten aufgetragen. So entsteht das dritte Bauteil, der Mantel, für den Wiekomir an der Lehmmühle die Mischung zusammenstellt. Neben Lehm und Heu gehören seit jeher auch Pferdeäpfel zu dieser Vermengung. Ausgetrocknet wird sie bretthart und dient somit als ideale Außenhülle für die Glocke. Und so sieht der Mantel aus, wenn der Lehm aufgetragen und ausgehärtet ist. Jetzt ist Stabilität gefragt. Für die sorgt auch der Formkasten aus Stahlringen. Verfüllt wird er mit Furansand, einer Spezialmischung, die komplett aushärtet. Vorher verlegen die Glockengießer jedoch noch Keramikrohre bis zum Boden der Glocke.
Die Idee ist, die flüssige Bronze beim Guss zunächst um die Form herumzuleiten und von unten hochsteigen zu lassen. Das Metall wird so deutlich dichter und besser, als wenn es nur von oben einstürzen würde. Für das Entfernen der falschen Glocke müssen die einzelnen Teile des Formkastens noch einmal auseinander und später für den Guss wieder aufeinander gesetzt werden. Um den exakten Platz dafür wiederzufinden, stanzen die Glockengießer ihre Namen in den Furansand. Nach dem Aushärten passen diese Markierungen wie Nut und Feder. Anschließend wird die vorbereitete Hohlform für die Krone auf die falsche Glocke gesetzt. Auch hier folgen das Verlegen der Rohre und das Auffüllen mit Furansand. Ans obere Ende des Formkastens kommen die Gusslöcher. Um der 1100 Grad heißen Bronze standzuhalten, wird ein großer Gussbecher gemauert. Hier soll sich das anströmende Metall sammeln, bevor es durch die Rohre hinabfließt. In der Mitte wird der sogenannte Steiger platziert, der am Ende des Gusses zum Einsatz kommt. Jetzt ist das Gebilde stabil genug, um den mittleren Teil, die falsche Glocke, aus dem Formkasten herauszulösen. Beim Abheben der oberen Teile kommen die Namensmarkierungen gut zum Vorschein. Anschließend muss der Rest des Formkastens hoch. Da der Kern am Boden verankert ist, zerfällt dabei die falsche Glocke. Innen im Formkasten hängt jetzt der Mantel für die Glocke. Um ihn gründlich zu reinigen, soll der Formkasten neben die Grube gehoben werden. Künstlerpech, da fehlen wenige Zentimeter. Das kann dem besten Glockengießer mal passieren. Also nochmal zurück. Es wäre doch gelacht, wenn nicht mit geballter Kompetenz und nochmaligem Nachmessen das Problem zu lösen wäre. Der Formkasten muss halt noch viel enger am Kran verschnürt werden. Und dann gibt's einen neuen Versuch. Na also, geht doch. Nun erwartet Peter Grassmeier und seine Kollegen eine weitere, langwierige wie mühselige Arbeit. Die 5,5 Tonnen Lehmsand der falschen Glocke müssen wieder vollständig entfernt werden. Und zwar nicht nur an der Innenseite des Mantels, sondern auch am Kern in der Grube. Und zwar Schippe für Schippe per Hand. Über Nacht wird der Mantel nun eingeheizt, um das Wachs der Verzierungen zum Schmelzen zu bringen. Doch das Feuer konnte nur einen Teil der Arbeit abnehmen. Viel Wachs, das die Verzierungen in den Mantel abgezeichnet hat, hängt noch am Lehm und muss mit dem Gasbrenner rückstandsfrei herausgelöst werden. Der Kern wird nochmals getrocknet, um letzte Feuchtigkeit durch den Lehm entweichen zu lassen. Das Wachs ist jetzt aus jeder Fuge des Mantels penibel entfernt. Die Verzierungen und das Porträt des Patriarchen erstrahlen im Negativ. Damit kann sich der Gipsabdruck des Patriarchen zu den vielen hundert anderen Porträts in der sogenannten Heiligen Kammer gesellen. Ungezählte Arbeiten aus den letzten Jahrzehnten warten hier auf eine mögliche Wiederverwendung für eine neue Glocke.
Der Formkasten mit dem ausgeputzten Mantel ist wieder passgenau über den Kern gesetzt worden. Beim Guss wirken durch die einströmende Bronze immense Kräfte auf den Mantel ein. Um ein Auseinanderbrechen der Form zu verhindern, wird die Grube mit Erde aufgefüllt. Stahlträger sichern zusätzlich den Formkasten. Die Erde wird verdichtet. Wie heißt es am Anfang von Friedrich Schillers, das Lied von der Glocke? Festgemauert in der Erden steht die Form aus Lehm gebrannt. Heute muss die Glocke werden, frisch Gesellen, seid zur Hand. Bei Grassmeyers muss die Glocke erst am nächsten Tag werden. Doch zunächst gilt es, ein logistisches Problem zu lösen. Dabei hilft dieser Kessel, der als überdimensionale Thermoskanne dienen soll. Für den normalen Betrieb reicht der Gießerei ein Ofen, in dem 10 Tonnen Bronze geschmolzen werden können. Heute werden aber über 30 Tonnen benötigt. Daher wurde bereits über Nacht eine Ofenladung Bronze eingeschmolzen. Um 5:30 in der Früh ist sie heiß genug für den Transport. Die nächsten Stunden muss die Bronze ihre Temperatur in dem mit Thermoschamottsteinen ausgekleideten Kessel halten. Damit kann die neue Ladung Bronze in Angriff genommen werden. Jeder Barren wiegt 10 Kilo und wird einzeln in den Ofen geworfen. Bei 10 Tonnen sind das allein 1000 Barren für den großen Ofen. Auch der alte Ofen der Gießerei wurde für diesen Guss reaktiviert. Mehrere hundert Barren zusätzlich sorgen für die insgesamt benötigte Menge Bronze. Palette folgt auf Palette. 1000 Barren scheinen kein Ende nehmen zu wollen. Auf die Bronze im Thermokessel kommen noch mehrere Säcke Holzkohle, die sofort Feuer fangen und so die flüssig heiße Bronze vor Abkühlung bewahren. Die Bronze in den Öfen muss jetzt über mehrere Stunden auf die richtige Temperatur gebracht werden. Eine Zeit zum Durchpusten. Um die Mittagszeit laufen die Vorbereitungen für den Guss auf Hochtouren. Mit Holzkohle werden alle Transportwege der Bronze zum Gussloch aufgeheizt, damit sie besser fließt. Die Bronze muss für den Guss eine Temperatur von 1100 Grad erreichen. Das passt. Kurz vor dem Guss muss die glühende Holzkohle natürlich wieder raus, auch aus der eigens dafür zum alten Ofen gebauten Rinne. Jetzt ist alles bereit. Aber wie heißt es schon bei Schiller? Doch der Segen kommt von oben. Pater Nikolai Kringasu, ein enger Mitarbeiter des Patriarchen, ist mit einer kleinen Delegation der Gemeinde extra aus Bukarest angereist. Mit einem orthodoxen Gottesdienst wird die spirituelle Bedeutung der Glocke gefeiert. Auf eine Tradition wird vor jedem Glockenguss besonderen Wert gelegt. Jetzt beten wir gemeinsam alle ein Vater unser, jeder in seiner Landessprache. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, Herrlichkeit, Amen. So, wer ist bei mir hinter, ist zu mir kommen, bitte. Dann geht es buchstäblich in die heiße Phase. Okay.
Für eine bessere Durchmischung der Legierung wird die Bronze noch einmal kräftig umgerührt. Dazu dient ein Erlenstamm, der auch für eine chemische Reaktion sorgt, das Deoxidieren. Wasserstoff, der Gasbläschen beim Erkalten hervorrufen könnte, entweicht dem Metall. Die Bronze im Warmhaltekessel hat ihre Temperatur gehalten. Sobald der Bottich seine Position erreicht hat, kann es endlich losgehen. Die Schlacke wird im Gussbecher wieder oben schwimmen und das Metall nicht verunreinigen. Der Anstich ist natürlich Chefsache. Zunächst soll der Zulauf vom alten Ofen geöffnet werden. Nicht ohne die letzte Formel für eine gesegnete Arbeit. In Gottes Namen! Als das Spundloch unerwartet viel Widerstand leistet, eilt Anto zur Ablösung herbei. Kann ich probieren? Wie das nimmer, ja, gern. Werkschutz, bitte wegschauen, aber der Sicherheitshandschuh ist bloß Behinderung. Und damit beginnt der nervenaufreibendste und gefährlichste Teil der Glockenherstellung. In den kommenden 15 Minuten darf nichts schiefgehen. Im Flachstück der Rinne muss der Bronze etwas nachgeholfen werden. Eine Arbeit für die Kinder der Familie, die an einem solchen Gusstag mit Feuereifer dabei sind. Die Bronze des alten Ofens erreicht das Sammelbecken. Das ist der Startschuss zum Öffnen des großen Ofens. Mit dem Zulauf aus dem Thermokessel wird die Gießerei zum goldenen Dreistromland. Der Spritzschutz rutscht in die glühende Bronze, wird aber schnell wieder geborgen. Nichts passiert. In jeder Sekunde rinnen jetzt rund 60 Kilo Bronze zum Boden der Gussgrube herab. Mit dem Versiegen der einzelnen Ströme kann noch nicht Entwarnung gegeben werden. Plötzlich traut Peters Tochter Isabella ihren Augen nicht. Aber trittsicheres Klettern ist für einen Tiroler natürlich auch über Resten glühender Bronze eine Selbstverständlichkeit. Fast ist es jetzt geschafft. Die Glocke ist voll! Wir müssen jetzt nur noch einen Gussbecher reingießen in den Steiger, wo es nachgießt. Die Glocke selber ist voll. Der Bell ist voll. But we have to cast now in the riser. Beim Erstarren zieht sich die Bronze zusammen. Damit immer genügend Metall zum sogenannten Nachsaugen vorhanden ist, muss mehrmals vorsichtig frische, heiße Bronze nachgegossen werden.
Jetzt braucht die Bronze nicht mehr den Umweg über die Keramikrohre zu nehmen, sondern sie wird direkt in den Steiger eingefüllt. Okay, ist es genug? Fast eine Tonne Bronze versinkt so noch zusätzlich durch den Steiger. Noch zwei Kellen zur Sicherheit, dann hat sich jeder Beteiligte eine Belohnung verdient. Die Erleichterung ist allenthalben greifbar. Bei der Aufstellung fürs Erinnerungsfoto stehen Freude und Erschöpfung allen Mitarbeitern ins Gesicht geschrieben. Aber es bleibt die Unsicherheit und ein vages Unbehagen, das schon Schiller beschrieb: In die Erd ist's aufgenommen, glücklich ist die Form gefüllt. Wird's auch schön zutage kommen, dass es Fleiß und Kunst vergilt? Bis zur Antwort müssen sich Glockengießer damals wie heute in Geduld üben. Über 2 Wochen, während derer in Innsbruck der Winter naht, muss das Metall ausreichend erkalten. Endlich wird die Grube wieder ausgehoben. Dank spezieller Bagger, die sogar um die Ecke schaufeln können, kommt der Formkasten wieder zum Vorschein. 125 Kubikmeter Erde gehen zurück. Sie waren lediglich von einer Baufirma ausgeliehen. Der Moment der Wahrheit ist gekommen. Die Anspannung ist mit Händen zu greifen. Hat sich all die Mühe der letzten Monate gelohnt? Wow, schaut super aus! Ganz, ganz schön. Es glitzert. Man sieht die Struktur. Also, der erste Blick ist einmal positiv. Und die Temperatur ist auch schön, sie ist schön abgekühlt, die Glocke. Also kann die Glocke ans Tageslicht befördert werden. Auch den folgenden Augenblick hat Friedrich Schiller schon vor über 200 Jahren vollendet beschrieben. Nun zerbrecht mir das Gebäude, seine Absicht hat's erfüllt, dass ich Herz und Auge weide an dem wohlgelungenen Bild. Schwingt den Hammer, schwingt, bis der Mantel springt. Wenn die Glock soll auferstehen, muss die Form in Stücken gehen. Nein. Freude hat mir Gott gegeben. Sehet, wie ein goldener Stern aus der Hülse blank und eben schält sich der metallene Kern. Ja, ja. Gratulation euch. Und das ist also ein Höhepunkt unserer 400-jährigen Familiengeschichte. Und möge auch die Glocke, so wie alle anderen Glocken, zur Ehre Gottes leiten, aber auch zur Freude der Bevölkerung. Ab jetzt stehen vor allem Reinigungsarbeiten an. Besonders die Qualität der Verzierungen wird noch einmal genau unter die Lupe genommen.
In der Grube wird jetzt aufgeräumt. Auch der gemauerte Kern ist wieder gehoben. Die einzelnen Backsteine werden für die nächste Glocke recycelt. Ein wichtiger Bestandteil der Glocke fehlt allerdings noch. Und für den machen sich Peter Grassmeier und seine Söhne Andreas und Gabriel auf den Weg nach Pfinztal bei Karlsruhe. Wieso müssen wir eigentlich so weit fahren, um den Klöppel da herzustellen? Geht das in Österreich nicht? Nein, Österreich bringt das keine Firma zusammen. Und die Firma Rosswag ist schon für so Großklöppel ganz spezialisiert. Und gerade der große Klöppel, der muss ja natürlich stabil sein, es muss wirklich gut läuten, dass die Glocke schön klingt und dass der Klöppel auch lang halte, nicht, dass er bricht und rausfällt. Das Schmieden eines Klöppels ist ein spannendes Ereignis, für groß und klein. Die Firma Rosswag nutzt den Auftrag deshalb zu einem Tag der offenen Tür. Der Klöppel wird aus einem rund 700 Kilo schweren Stahlzylinder geformt. Zunächst werden die einzelnen Bereiche des Klöppels abgemessen und vorgestanzt. Bereits nach dem ersten Arbeitsschritt ist das Metall so weit abgekühlt, dass es nicht mehr bearbeitet werden kann und im Ofen wieder aufgeheizt werden muss. Die Zeiten, in denen mit Hammer und Amboss geschmiedet wurde, sind auch in der Metallverarbeitung lange vorbei. Fürs exakte Justieren des Werkstücks ist immer noch der Mensch zuständig. Doch die Kraftarbeit übernimmt die computergestützte Hydraulikpresse. Nach 4 Durchgängen auf der Presse und im Ofen hat der Klöppel an Konturen gewonnen. Aus Sicht eines Glockengießers besteht das Ideal eines Klöppels nur aus einer Kugel, die an einem Faden hängt. Das kann natürlich nicht funktionieren, daher gibt es keinen Faden, sondern einen möglichst schmalen Schaft. Weil der aber zu einer Schwerpunktverlagerung weg von der Kugel führt, gibt es als Ausgleich den sogenannten Vorschwung am anderen Ende des Klöppels. So liegt der Schwerpunkt genau in der Kugel und der Klöppel kann die Glocke ideal anschlagen. Diese Gewichtsvorgaben exakt zu schmieden, ist eine Kunst. Es ist einfach eine Qualität jetzt von einem Klöppel, der Mercedes, der Klöppel. Auch wenn die Bilder etwas anderes suggerieren, das Metall ist so hart, dass ihm ein kleines Missgeschick nichts anhaben kann. Nach rund 3,5 Stunden ist die Schmiedearbeit vollbracht. Der Klöppel kann in seiner ganzen Pracht präsentiert werden. Die Besucher sind schon jetzt beeindruckt. Aber es folgt noch, nach genauen Angaben der Gießerei, der Feinschliff des Klöppels an der Drehbank. Der Klöppel wurde aus einem speziellen Stahl mit einer geringen Kalkverfestigung geschmiedet. Dadurch wird er weicher als die Glocke. Bei jedem Anschlag soll also der Klöppel abgebaut werden. Er fungiert als Verschleißteil. Rund 70 Jahre sollte er trotzdem seinen Dienst tun, aber die Glocke kann so über Jahrhunderte unbeschädigt läuten. Mikrometerweise arbeitet sich die Fräse durchs Metall. Langsam wird auf der Drehbank die Kugel des Klöppels erkennbar, die für den Anschlag der Glocke sorgen soll. Bevor der Klöppel ausgeliefert werden kann, wird der Stahl noch einer Qualitätskontrolle per Ultraschall unterzogen. Dieser Materialtest erfolgt erst nach dem Feinschliff, da die Oberfläche dafür nicht die geringsten Unebenheiten aufweisen darf. Alles im grünen Bereich. Der Klöppel kann nach Innsbruck. Dort sind in der Gießerei inzwischen alle Reinigungsarbeiten abgeschlossen. Allein das Sandstrahlen zog sich über 6 Tage hin. Das Ergebnis ist atemberaubend. Die größte freischwingende Glocke der Welt
ist bereit für die Kathedrale der Erlösung des rumänischen Volkes in Bukarest. Doch bei aller optischen Pracht, vor allem muss eine Glocke akustisch mit perfektem Klang überzeugen. Der hörbare Schlagton einer Glocke setzt sich aus mehreren Teiltönen zusammen, die einzeln an verschiedenen Stellen der Glocke nachweisbar sind. Das harmonische Zusammenspiel dieser sogenannten Partialtöne sorgt für den Wohlklang einer Glocke. Die Partialtöne in der Glocke stimmen jetzt alle. Ich bin voll zufrieden. Es ist so wie berechnet, die Glocke mit dem Ton C0, mit dem Schlagton. Und jetzt werden wir den Klöppel einhängen und dann werden wir es kräftig anschlagen. Also nicht schwingen lassen, weil das schaffen wir da drin in der Gießerei nicht, aber nur mal den Klöppel anschlagen. Und wenn das funktioniert, wenn sie da auch schön und kräftig klingt, dann ist unsere Arbeit abgeschlossen, dann sind wir froh, dann können wir wieder in Ruhe schlafen. Dann sind wir erleichtert. Auch der Klöppel ist inzwischen in Innsbruck eingetroffen. Zum Schutz vor Korrosion des Edelstahls wurde er hier in der Gießerei noch mit schwarzem Lack überzogen. Sobald der Klöppel hängt und die Glocke angeschlagen wird, ist der Auftrag für Grassmeyers beendet. Der Transport nach Bukarest sowie der Einbau in die Kathedrale und die gesamte Läutetechnik wird von rumänischen Firmen übernommen. Bis die Kollegen ihre Vorbereitungen abgeschlossen haben, wird die Glocke noch ein paar Wochen in der Gießerei lagern. Friede sei ihr erst Geläute, heißt es ganz am Ende bei Schiller. Das wünscht man auch dieser Glocke für die Ewigkeit.